öffentlich-rechtlicher Rundfunk, wir müssen reden. Wir wollen schon lange mit den Öffentlich-Rechtlichen reden, schon seit der Corona-Zeit. Weil ich bin der Meinung, diese Öffentlich-Rechtlichen, die sind schuld daran, dass unser Land, unsere Bevölkerung, dass sie so dermals dieses gespalten sind durch die nicht wahrheitsgemäße und unabhängige Berichterstattung schon in der Corona-Zeit. Und hatten Ihnen mitgeteilt, dass wir heute am 21. September hier vor Ihrem Haus diese Kundgebung ausrichten werden, unter dem bekannten Motto. Und da kam in der ersten E-Mail kam die Nachricht, ja, wir werden vor Ort sein mit Team Kommunikation und Programm. Und ich kann euch sagen, das stimmt, die Herrschaften des SWR sind hier vor Ort. Aber wir hatten dann nochmal angefragt, ob sie an unserer Form, wir machen das erste Mal heute hier, statt einzelne Redner, die was kundtun, machen wir heute einen Dialog hier auf der Bühne mit zwei Moderatoren. Und da war dann die Aussage des SWR, dass sie nicht bereit sind, hier auf der Bühne an diesem Dialog teilzunehmen. Ich hatte letztes Jahr eine Anfrage erhalten, ich glaube erst per Mail und dann per Telefon, von einem Redakteur vom SWR. Es ging um eine Geschichte, um ein Format, das in der ARD zur besten Sendezeit erscheinen sollte, das Schattenreich der Reichsbürger. ja, und der Redakteur, der sozusagen auch ein Agent war, um Live-Sequenzen zu werben, hatte sehr gut recherchiert und ihm war aufgefallen, dass Stadtzeitung.org, also ich möchte einmal sagen, kein Journalist, keine Journalistin ist näher an diesem Fall dran als wir. Das liegt natürlich auch an der räumlichen Nähe. Johanna Findeisen, die in Frankfurt seit 467 Tagen in Haft sitzt, kommt vom Bodensee. Ja, wir haben uns dann ganz nett unterhalten, der Redakteur vom SWR, ich nenne seinen Namen jetzt ganz bewusst nicht. Ich habe dann gesagt, ja, ich habe da kein Problem mit, meine Leute, die drehen das alles mit, ja, damit haben sie überhaupt gar kein Problem, sie kommen zu uns an den Bodensee, betreiben also auch einen recht großen Aufwand. Und wir haben ein paar Mal telefoniert und als das dann enger und näher wurde, habe ich ihm gesagt, wir müssen natürlich noch über den Interviewvertrag reden. Welchen Interviewvertrag, hat er mich gefragt. Ich sagte, ja, naja, also wir wollen das nicht nur gerne mitdrehen, sondern ich brauche natürlich die Endkontrolle des zu sendenden Materials, was ich da gesagt habe. Und zwar nicht irgendwie den ganzen Schnitt, den wir auch mit aufnehmen, sondern tatsächlich das, was dann in der ARD ausgestrahlt wird. Okay, das... ja, das hat ihm dann erstmal die Sprache verschlagen. Dann hat er gesagt, Sie können doch nicht darauf verzichten, mit Ihrem Medium Stadtzeitung.org einem Millionenpublikum in der ARD zur besten Sendezeit. Da haben Sie doch eine Riesenwerbung. Und ich habe gesagt, ja, da haben Sie vollkommen recht. Aber ohne diesen Vertrag habe ich dazu keine Lust. Ich habe nie wieder etwas von ihm gehört. Natürlich haben wir diesen Vertrag nicht bekommen, dieses Schattenreich der Reichsbürger. Ich habe es mir dann natürlich angeschaut. Ich war dann schon recht froh, dass wir da nicht aufgetaucht sind. Wie gesagt, wir wären dazu bereit gewesen, man hat uns keinen Interviewvertrag gegeben. Und das ist genau das, was abläuft. Man spielt mit verdeckten Karten. Man mogelt und man schummelt. Man sagt Teile der Wahrheit nicht oder man verfremdet sie sogar, dass etwas ganz anderes dabei rauskommt. Für mich ist die Botschaft vor allem an die Medien. Ne? Es kann nicht sein, dass wir unglaublich viele Politiker in den Beiräten sitzen haben. Das ist eine ungerechte Verteilung der Interessenvertretung hier im Land, liebe Leute. Der Beirat ist für was anderes gedacht. Dementsprechend wird eben auch in den Medien nicht mehr Journalismus gemacht auf kritische Art und Weise, wie ich es als Kind mal erlebt habe und auch in jungen Jahren.
Ich möchte gern, dass die Medien gewisse Themen aufgreifen, und zwar auf eine kritische Art und Weise. Wir zahlen alle viel Geld für die Medien, und ich glaube, wir dürfen das auch verlangen, dass die Medien in diesem Sinne uns Bürger auch mitschützen gegen eine Regierung, die vielleicht das ein oder andere im Schilde führt. Und noch ein Wort zum SWR. Wir haben es den Journalisten vom SWR ja freigestellt, hier auch nochmal auf die Bühne zu kommen und etwas zu sagen. Sie möchten das gerne nicht tun. Sie sind unter euch und würden lieber direkte Gespräche führen. Das haben Sie uns wissen lassen. Da bin ich jetzt gespannt. Direkte Gespräche. Jetzt bin ich gespannt, wo Sie auftauchen, mit wem Sie reden. Oder ob die da wieder Schauspieler nehmen. Man weiß es nicht so genau. Seit der Sendung 100 Gründe gegen die AfD wissen wir ja, dass es dann auch mal ein Laienschauspieler. Der Herr von der Kommunikation, man muss schon sagen, Sie wollten nicht hier vor. Sie haben sich aber mit verschiedenen Leuten hier unterhalten. Also Sie sind ins Gespräch gekommen. Auch ich habe jetzt eine ganze Weile mit ihm dort vorne gesprochen. Deswegen muss ich das mal ein bisschen relativieren. Sie haben schon Interesse gezeigt, und Sie haben auch gesagt, dass Sie, ich habe ja gesagt, meine Telefonnummer liegt seit letztem Jahr vor, Sie können gerne auf mich zugehen, wir wollen weiterhin einen Dialog, wir wollen einen runden Tisch, wo wir mal auf einen Nenner kommen, dass unsere Menschen in dem Land, dass sie endlich mal wieder vereint werden und diese Spaltung aufhört, dass der eine auf den anderen zeigt, und das muss einfach möglich sein. Und die Medien sind dafür mitverantwortlich. Ich hoffe, dass morgen die Brandenburger ein Zeichen setzen, dass sie sich nicht Angst machen lassen hier von ARD-Anstalten, die hier wirklich im Orwellscher Manier in dieser Woche mit der Sendung Die 100 die große Show abgehalten haben. Orwellscher, das war infantil gleichzeitig, wie so Kinderspiele hin und her hüpfen und parallel wie Orwell. Im Dunkeln das große Drohen, nicht? Und dann kommen die Ansprachen. Und das sind dann angeblich die Bürger. Was habe ich jetzt mitbekommen heute? Die Sendung Die 100 soll den Deutschen Fernsehpreis kriegen. Das ist doch irre, da kann man doch nur noch sagen, wie bekloppt sind wir eigentlich in unserem Land. Das muss endlich ein Ende haben. Diese Woche Die 100 und am Donnerstagabend zur Sache Baden-Württemberg. Drei Diskussionsteilnehmer zur Sache Baden-Württemberg über Migration. Jetzt raten Sie mal, wer da vertreten war. Drei Diskussionsteilnehmer und ein Moderator, der dann auch in der Richtung war, klar. Drei Diskussionsteilnehmer. Einer von der CDU und zwei von den Grünen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das soll Ausgewogenheit sein. Das ist, Sie verachten uns in diesen Anstalten mittlerweile. Sie wollen die Bürger in dieser Form wirklich an der Nase herumführen. Es macht Ihnen gar nichts aus. Dumpfrecht zwei Grüne von drei Diskussionsteilnehmern. Also es ist unglaublich, was in unserem Land mittlerweile normal ist. Und deswegen sage ich, Schluss mit der GEZ, Schluss mit den Zwangsgebühren. Es muss ein Ende haben. Jawohl. Ja.